Man versetze sich in die Lage der russischen Patrioten. Die NATO dehnt ihren militärischen Einfluss über die willfährige Ukraine bis zum Don aus. In Fernost blickt Moskau voll Sorge aus einer menschenleeren Taiga-Region und die boomende Großmacht China jenseits des Amur. Dazu kommt innerhalb der eigenen Grenzen ein muslimischer Bevölkerungsanteil von 20 Millionen, der seine Identität im koranischen Glauben sucht. Nach dem Verlust der Ukraine sei Russland dazu verurteilt, ein überwiegend asiatisches Imperium zu werden. So verlocken bereits einige einflussreiche Ideologen in Washington. Und viele Europäer schließen sich diesem neuen Drang nach Osten der NATO an. Aber zumindest die Deutschen müssten wissen, dass nur 300 Kilometer von dieser Grenze des Donbass entfernt eine Stadt liegt, die Stalingrad hieß. Und noch einmal 100 Kilometer nach Osten beginnt das Territorium der zentralasiatischen und überwiegend muslimischen Republik Kasachstan. Welche strategischen Absichten, welche kapitalistischen Interessen, welch dilettantischer Leichtsinn verbergen sich hinter diesem Ritt nach Osten, zu dem die Atlantische Allianz und in deren gehorsamen Gefolge die Europäische Union angetreten sind. Es geht in diesen Weiten, wo die Toten des Zweiten Weltkrieges noch nicht zur Ruhe kamen, nicht nur um die Ukraine, sondern um Weißrussland, Moldova und die kaukasischen Republiken. Sind sich der Ölmagnat und Vizepräsident der USA, Dick Cheney, und leider auch der redliche Senator John McCain überhaupt bewusst, wie konsequent sie sich mit ihren Expansionsplänen den neuen Zaren Wladimir Putin zum Feind machen? Spüren die schwadronierenden Europaabgeordneten nicht, dass sie in Restrussland ein nationalistisches Aufbäumen schüren? Oder soll am Ende zwischen Smolensk und Wladiwostok das Chaos entstehen?